zusammen, hier ist wieder die Moni beim Shark Q. Wir machen heute ein bisschen was mit dem Ball, mit dem Plexiball. Und zwar könnt ihr da, ich bin sicher, ihr habt alle irgendwie so einen Ball zu Hause, verschiedene Größen. Also ich habe jetzt hier einen etwas kleineren, ihr könnt natürlich auch ein bisschen größeren verwenden. Ist überhaupt kein Thema. Den Ball und wir machen ein bisschen was für den Rücken heute. So, dann könnt ihr gleich mal den Ball hernehmen, euch gleich mal draufsetzen. Relativ bequem, Beine ein bisschen geöffnet und die Hüften etwas rechts und links schieben. Oberkörper bleibt fest, Schultern unten, die Beine fest und nur hier das Becken rechts und links rüber kippen. Noch viermal, drei, zwei und nach vorne, hinten. Kippen hier das Becken, Oberkörper bleibt wieder stabil. Bauch ein bisschen anspannen. Nach vorne, nach hinten schieben. Ich zeige es mal ein bisschen von der Seite. Kippen vor und rück. Drei, zwei und dann am Platz und kreise. Jawohl, in eine Richtung. Einmal Seite, einmal vor und dann wieder zurückschieben. Vier, drei, zwei und in die andere Richtung. Jawohl. Noch vier, drei, zwei und am Platz. Die Beine etwas geöffnet, etwas näher zum Ball ran. Abgestützt, Rücken gerade, Bauch angespannt, den Po ein bisschen anheben. Also wir sind immer noch über dem Ball. Und bleibe noch am Ball dran. Gehen kleinen Ticken hoch, verlieren aber nicht den Kontakt zum Ball. Ab und etwas höher. Also nicht abheben, immer Kontakt zum Ball halten. Rücken gerade, Bauch angespannt. Und tief. Und tief. Yeah, ab und ab und ab. Noch vier, drei, zwei und dann hochkommen. Ganz hoch. Dann nehmen wir den Ball mit beiden Händen. Kommen hier etwas in die Grätsche, die Beine gebeugt. Und wir gehen einmal über Kopf und tief. Über Kopf und tief. Beine gebeugt lassen, Rücken gerade. Und hoch und tief. Über Kopf. Jawohl. Nochmal. Ziehen. Und ziehen. Noch zwei, noch eine und vorne halt. Wir verbeugen uns mit geradem Rücken, Po bleibt oben, Beine gebeugt und Arme gestreckt. Aufrichten, verbeugen, aufrichten, verbeugen und schneller. Hoch und hoch. Yeah. Und hoch, hoch, ganz gerade Rücken. Noch vier, drei,
2 und einen Stopp. Arme vor, Po oben lassen, Beine gebeugt, Rücken gerade. Yeah. Und zieh. Zieh. Noch 4, 3, 2 und vorne halten. 4, 3, 2, vorne halten und aufrichten. Becken ein bisschen nach vorne gekippt, Rücken gerade, nochmal über Kopf ziehen, hoch und hoch. Schön breit halten einmal. Bauch fest. Noch 4, 3, 2, oben. Stopp. Halten, pressen ein bisschen die Hände zusammen, drücken den Ball fest. Bleiben, bleiben, bleiben. Noch 4, 3 mehr. 2 noch. Und nach vorne tief. Runter, komplett in die Hocke gehen. Abstellen den Ball. Und dann wieder auf den Ball hinsetzen. So, ich gehe mal ein bisschen seitlich, damit man es etwas besser sehen kann. Wir rollen hier nach vorne. Sind hier mit dem Rücken. Und auf den Ball. Wo denn sonst, ne? Ihr seht, ich habe ein bisschen wenig Luft drinnen, also wenn ihr ein bisschen mehr Luft drin habt, wäre es ein bisschen angenehmer. Sonst versinkt ihr so wie ich, aber das ist kein Problem. Wir nehmen die Hände zum Kopf, die Beine sind auf dem Boden stabil und wir halten hier. Drehen einmal rechts rüber, kommen zur Mitte und dann zur anderen Seite und zur Mitte. Seit. Und Zeit. Halten Balance auf dem Ball. Lassen den Kopf hier gerade. Etwas Abstand, Kinn und Brustkorb. Einmal rechts rüber, links rüber. Und immer schön Balance halten. Und Zeit. Und Zeit. Bauch angespannt. Und Zeit. Und Zeit. Noch 4, 3, 2 und Mitte Stopp. Halte noch kurz. Arme gehen nach unten, bleiben Bauch angespannt. Noch 4, noch 3, noch 2 und rollen zurück. Stützen uns ab und kommen wieder hoch. Yeah, genau. Dann einmal wieder die Beine ein bisschen näher, etwas geöffnet, Rücken gerade. Arme hoch zur Decke, Schultern tief. Wieder ein bisschen anheben, absetzen. Mit geradem Rücken nicht komplett aufrichten. Immer noch hier Kontakt zum Ball. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oben halten und abstützen und auf. Wir drehen uns Richtung Ball.
dann hier runter auf den Boden. Wenn ihr ein Handtuch habt, könnt ihr das gerne dazu nehmen. Und natürlich auch eine Matte, wenn ihr habt, ist überhaupt kein Thema. Handtuch hier auf dem Ball, Brustkorb rauf und dann etwas höher rollen. Wir sind mit den Beinen breit, mit den Fußspitzen auf dem Boden, sind hier vorne abgestützt. Wenn ihr einen kleinen Ball habt, könnt ihr gerne runtergehen auf die Unterarme. Ihr solltet aber nicht den Bodenkontakt verlieren. Also entweder mit den Händen abgestützt, wenn der Ball etwas höher ist, wenn der Ball etwas tiefer geht, dann mit den Unterarmen abgestützt. Wir nehmen einmal rechtes Bein hoch und links. Im Wechsel immer wieder zurückstellen auf den Boden, Beine etwas geöffnet, Kopf gerade. Und hochziehen und hochziehen. Genau. Rechts und links. Immer schön Balance auf dem Ball halten. Bauch ruhig mit anspannen. Die letzten 4, 3, 2 und Stopp. Dann auf die Hände hochkommen, Rücken gerade lassen. Und wir nehmen rechten Arm nach vorne, Daumen zeigt hoch, Finger lang, linkes Bein mit anheben und halten. Stabil, bleiben in der Luft, Kopf gerade, noch 4, 3, 2, Hand runter, Bein runter, Seite wechseln, Arm gestreckt. Und Bein dazu. Halten Balance. Bleiben stabil. Yeah. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten. 4, 3, 2 und abstellen. So, jetzt das Ganze im Wechsel. Einmal rechts, links. Und dann aus Halt. Ihr merkt schon bei mir, es ist nicht so einfach, hier die Balance zu halten. Also macht das Tempo nur so schnell, wie ihr das Ganze auch halten könnt. Immer diagonal, Arm und Bein. Noch 4, 3, 2. Stopp. Dann zurückrollen, auf die Knie, zurück, zurück und mal kurz oben, Rücken rund. Und wieder gerade. Dann wieder hoch und wieder nach vorne rollen. So, wir gehen in die Liegestützposition. Ellenbogen raus, Kopf gerade, halten gebeugt, nehmen beide Beine hoch zur Luft. Wenn ihr den größeren Ball habt, seid ihr natürlich ein bisschen weiter oben. Hier schön stabil, Rücken gerade lassen, Beine schließen, öffnen. Jawohl, super. Schön in der Luft die Beine. Schön stabil hier die Ellenbogen außen. Schließen, öffnen. Schließen, öffnen. Und noch 4, 3, 2. Geöffnet, die Beine halten. Einmal tief hoch. Also nicht komplett auf den Boden runter.
nur tief und hoch und geöffnet lassen. Ganze Beine schön gestreckt lassen. Noch 4, 3, 2. Nochmal oben und nochmal zu, auf, zu, auf. Noch 4, 3, 2 und wieder geöffnet und nochmal runter und hoch. Nicht Schwung holen, alles schön langsam, kontrolliert. Noch 4, 3, 2, halt nochmal kurz. Dann wieder nach hinten rollen, auf die Fußspitzen kommen, runter auf die Knie, zurückschieben, wieder aufrichten und den Rücken rund, Arme nach vorn. Und wieder aufrichten. Nochmal, Rücken rund. Und aufrichten. So, jetzt den Ball ein Stückchen weiter nach vorn. Wir kommen mit dem Oberkörper auf den Ball. Die Beine sind breit mit den Fußspitzen auf dem Boden. Arme gehen hoch. Halten gestreckt, halten Balance. Arme gehen tief, hoch. Schön gerade den Rücken, die Beine lang auf den Fußspitzen. 4, 3, 2. Arme oben halten. Bleiben. Und die letzten. 4, 3, 2. Und die Arme wieder runter, neben dem Ball, wieder auf die Knie gehen, zurückrollen und tief durchatmen. So, wer noch nicht die Matte hat, holt sich jetzt die Matte und legt sich das Handtuch mit auf die Matte dazu. Und wir setzen uns ab, nehmen den Ball zwischen den Beinen und gehen runter auf den Rücken. Legen die Beine beide auf den Ball, halten hier, Hände zum Kopf und hoch. Ganz gerade, Bauch angespannt. Und aus dem Einatmen auf und ab. Jawohl, super. Und zieh. Und zieh. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oben halt. Bleiben Bauch angespannt, weiter atmen. Atmen. Immer noch halten. 4, 3, 2. Und langsam runtergehen. Die Hände nach unten, den Ball kurz festhalten und dann mit beiden Beinen hier den Ball reingeklemmt. Gehen hoch, halten den Ball oben. Also wirklich schön fest geklemmt zwischen beiden Beinen. Die Arme seitlich aufmachen, Oberkörper fixiert halten. Wir kommen rüber auf eine Seite. Gehen wieder zur Mitte zurück. Drehen zur anderen Seite. Den Kopf gerade lassen. Ball in der Mitte geklemmt. Immer schön einmal rechts
und einmal links. Bauch angespannt. Oberkörper fest. Und die letzte Runde. In der Mitte stopp. Den Ball greifen und die Beine strecken und den Ball noch ein bisschen fester hier dazwischen geklemmt. Nochmal Arme breit und nochmal zur Seite pendeln. Einmal rechts, einmal links, Bauchmuskeln anspannen, Oberkörper fixiert. Fest, ganz fest den Brustkorb auf den Boden drunter gedrückt lassen. Atmen und pendeln von rechts nach links. Schön fest den Ball halten. Und die letzte Runde. Und stopp. Ball wieder runternehmen und die Beine wieder oben drauf. Dann etwas wegrollen im Ball, sodass nur noch die Waden drauf sind und die Fußgelenke und das Becken etwas anheben. Halten Balance, sind hier mit dem Po vom Boden entfernt, Bauch fest, Po fest und die Arme gehen nach unten. Wir nehmen den rechten Arm zurück und wechseln dann mit links. Rechts und links. Beine gestreckt, Balance halten, Bauch angespannt und dann die Arme ein bisschen schneller. Eins, zwei, eins, zwei. Po fest, Bauch fest und auch hier wieder Balance halten. Schön hochhalten den Po. Noch acht, sieben, 6, 5, 4, 3, 2, dann die Arme über Kopf in der Luft lassen, einfach nur halten, yeah. Bleiben hier oben, dann die Arme über die Seite, knapp über dem Boden entlang. Runter, die Daumen zeigen jetzt nach außen, die Handflächen nach oben. Die Handflächen immer noch nach oben gerichtet, die Daumen kommen zusammen. Über Kopf, dann wieder über den Boden entlang, runter. Gehen seit über Kopf und seit runter. Schön groß die Bewegung. Über den Boden entlang. Und Po bleibt oben. Yeah. Die letzte. 4, 3, 2, 1. Dann die Arme runternehmen und den Po wieder absetzen. Die Beine ranziehen und wieder den Ball mit der Hand halten und die Beine wieder öffnen. Und den Ball wieder reingeklemmt und vom Boden entfernt. Bleiben hier, Bauch angespannt. Nehmen den Kopf hoch, halten hier den Bauchmuskel in der Spannung und ziehen uns rechts und links nach unten. Jawohl. Please don't fall in love with me. I'm not gonna...
letzten zwei. Noch einen. Und Mitte. Den Ball übernehmen. Die Beine abstellen. Wir gehen hier auf die Fersen, lassen die Beine geöffnet, schieben das Becken nochmals hoch, gehen über Kopf und wir halten. Bleiben über Kopf, gehen dann hoch und über Kopf, hoch und über Kopf. Etwas schneller. Eins, zwei. Becken hochhalten. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Nochmal hinten bleiben, über den Boden und halten. Noch vier, drei, zwei, Ball ablegen, Po runternehmen und dann den Ball wieder hoch. Einmal Schwung holen, aufrollen und den Ball weglegen oder wegrollen lassen. Ohne Ball zurück auf den Boden kommen und dann die Beine eng zusammen, beide Arme geöffnet, nehmen die Beine auf eine Seite runter, dann geht der hintere Arm nach vorn und wieder auf. Wir schauen hinter dem Arm her, wenn der Arm zurückgeht, schauen wir nach hinten und wieder nach vorne. Nochmal, vor und rück. Und vor und rück. Ein letzter. Und geöffnet bleiben. Die Beine kommen zurück zur Mitte. Drehen rüber zur anderen Seite. Und dann wieder rüberdrehen. Auf nach hinten blicken und die Hände schließen. Öffnen und vorne wieder schließen. Wir schauen den Arm hinterher. Auf und zu. Noch vier. Drei. Zwei. Und dann geöffnet liegen bleiben. Und zurück die Beine zur Mitte. Wir greifen, ziehen zu uns herunter. Dann mit Schwung hoch. Die Beine gestreckt, ganz eng und nach vorne ziehen, Kopf runter, die Fußspitzen zu euch ran. Dann wieder langsam hoch. Einmal über den anderen abgestützt, nach oben kommen. Dann im Stand nochmal weit öffnen die Arme. Großen Baum umarmen, ganz rund werden. Wieder öffnen. Dann die Hände hinten auf dem Po, ein Bein nach vorne und runter gehen. Dann die Arme lang nach vorne. Und
und hoch. Hände auf dem Po, andere Seite, wieder tief. Arme nach vorne. Und wieder hochkommen. Dann atmen wir tief ein und aus. Beim Einatmen schön tief nach oben und aus. Und nochmal lang hochziehen. Dann die Schultern nochmal kreisen. Bisschen größer. Und dann alles nochmal lockern. Beine ausschütteln. Und das war's wieder für heute. Vielen Dank und einen schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal mit Shakyo und Amoni. Bye bye. Ciao, ciao.